Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von dem Leben der Bella Grusel mit Familie Kurios. Und hier haben wir den Nervus, ja, Kurios, der ja jetzt seinen Lebenspartner verloren hat quasi. Ja, der macht uns jetzt einfach mal was zu essen. Guck mal, Fußball spielen will er gleich. Ja, der kümmert sich jetzt erstmal ein bisschen um das Essen. Unser lieber Egon ist immer noch von den Außerirdischen entführt. Mal gucken, was passiert, wenn er zurückkommt. Insider wird's hören? Okay. Wir könnten uns auch mal, ja, guck mal, vertraut küssen. Das ist ja quasi ihr Onkel, ne? Und, abhängen vielleicht. Ich weiß gar nicht, wie gut kennst du jetzt, wie gut kennst du Lutz? Oh, nee, mit Lutz verstehst du dich eigentlich sowieso schon sehr gut. Naja, gut. Was haben wir denn? 0.50 Uhr. Okay. Ich bin noch am Überlegen. So, ich weiß noch nicht. Also, ihr habt gesagt, dass ich zum Beispiel Nervus theoretisch ausziehen lassen könnte. Jetzt sofort würde ich das jetzt noch nicht machen. Ich warte jetzt mal noch darauf, dass Egon zurückkommt. Friedbert und Lutz würde ich jetzt auch nicht ausziehen lassen. Das möchte ich jetzt auch nicht. Ich meine, die paar Tage können wir jetzt auch noch warten, denke ich mal. Ne, bis ihnen vielleicht doch irgendwie ja, ein ganz normales Ende beschert wird. Ja. So, hier, das kannst du schon mal abspülen und da kannst du was essen. Genau, er jammert ein bisschen. Ich weiß, Pascal, oh mein Gott. So, Kurt, wo ist der? Ach Gott, stimmt ja, meine Güte, das habe ich total vergessen. Kurt ist ja immer noch mit Alexa hier und ja, die kuscheln immer noch unter den Sternen. Vielleicht sehen sie ja, wie Egon dann kommt oder so. Das wäre auch irgendwie süß, oder? Da kommt er auch schon zurück. Oh mein Gott. Da kommt er auch schon zurück. So, ich war absichtlich etwas leise. Ich habe tatsächlich nichts gehört. Hey, wer stinkt denn hier so? Irgendjemand gibt eine Wolke an. Das ist sie, Beate. Ja, geh mal nach Hause. Mein Gott. Wen habe ich jetzt küssen? Was? Wen habe ich denn da angeklickt gehabt? Keine Ahnung. So. Meine Güte. Ja, du kannst dich mal wieder hier mit deinem Papa mal ein bisschen aussöhnen, würde ich mal jetzt so behaupten. Und vielleicht mal kurz mit ihm abhängen. Ich glaube, es ist nichts passiert. Und dann würde ich wirklich, wirklich sagen, dass wir mal den Egon vielleicht seine Frau gönnen. Er ist immerhin ein paar Jahre älter. 19 und 22. Ein paar Jahre, Tage, ich sage mal Jahre. Als der Bruder. Was ist mit dir? Warum fürchtet sie sich gerade? Bekümmert ansehen. Oh, warum guckst du den Kurt bekümmert an? Weil er gerade hier Seifenblasen macht. Okay, verstehe. So, ich glaube, meine liebe Belinda, du kannst auch jetzt mal was essen hier. Ja, du darfst hier nochmal eine Runde essen gehen. Gehst dann auf die Toilette und gehst dann hier hoch. Bella hat alles verschlafen. Die haben davon jetzt gar nichts mitbekommen. Naja, gut. So, Nervus, was ist mit dir? Nervus denkt sich, okay, du kannst noch mal ein bisschen Fußball spielen. Musst du jetzt morgen? Warte mal, Donnerstag haben wir, nee, Donnerstag hat er immer noch frei. Meine Güte. Immer noch frei. Ich weiß aber immer noch auch nicht. Guck mal, mit der Lydia, die kannst du zum Beispiel doch mal auch abchecken hier. Warte mal, das könntest du mal direkt machen.
und nicht so wirklich spielen mit. Lydia, guck mal. Vielleicht spielt sie ja echt mit. Ich glaube, er kann sich nicht wirklich entscheiden, ne? Zwischen Mann und Frau. Und Lutz macht hier hinten alles mit. Also, die da sind da hinten echt drauf. Ja, ja, ja. Klar. So, ich glaube, wir machen nochmal ein romantisches Kitzeln hier. Und wie viel haben wir denn noch? Eine Minute. Ich weiß gar nicht, hat Kurt schon mal jemals getextelt? Ich weiß aber nicht, ob er das schaffen könnte. Jetzt in einer Minute. Schauen wir mal. Ich gehe jetzt entspannen. Kommst du mit? Ich könnte mal jetzt, warte mal, mitmachen oder so. Alexa bitten, mitzumachen. Komm, komm. Geht mal schneller. Gehst du außen hoch? Ja, das macht er. Ich hoffe mal, sie auch. Der Weg ist wahrscheinlich kürzer. So, wartet mal. Ich mache mal ein bisschen schneller. Okay, dann ist er jetzt hier ins Zimmer. Und die Alexa kommt auch dazu. Ich weiß gar nicht, könnte ich jetzt eigentlich Babys machen? So rein theoretisch? Weiß ich gar nicht. Weil sie ist ein NPC. Geht das eigentlich? Werde ich mal kurz gucken jetzt gerade mal. Oh nee, wir können nur Techtelmechtel machen. Rumschmusen, küssen, kuscheln. Oder eben Techtelmechtel. Jemmy. Yeah! Sie hatten noch kein Techtelmechtel zusammen und das würde mich jetzt eigentlich echt freuen. Danke, das war wirklich lustig. Wir können uns bald noch einmal treffen. Du bist wirklich in Ordnung. Okay. Was ist... Oh nein! Oh, verdammt. Ach, wenn ich jetzt wirklich sage... Wow, 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 wow. Die sind ja immer noch verlobt. So ein Mist. Ach, daran habe ich überhaupt nicht gedacht, dass die ja doch noch immer verlobt sind. Was mache ich denn da am dümmsten? Okay, warte mal, ich komme. Nee, kämpfen, sich trennen? Dann zieht doch der eine aus, ne? Ich meine, das war so. Das wäre jetzt echt total bescheuert. Es tut mir leid. Aber okay, wir könnten mal einfach entschuldigen. Und, nee, flirten jetzt nicht. Insiderwitz. Wir reden einfach mal über gegrillten Käse und plaudern nochmal so. Vielleicht weiß das ja jemand, wenn ich jetzt hier auf sich trennen gehe, bleiben die dann beide hier? Ich habe das mal mit einem Ehepartner gemacht und der eine ist ausgezogen. Aber ich fände es schon doof irgendwie. Na gut, ich werde mich jetzt aber mal demnächst auch um Egon kümmern und wir werden diese. Also, wir werden eine Hochzeit planen. Oh, guck mal, ach Gott, wie süß. Sie bringt schon eine kleine Rose mit. Okay, du hast dich jetzt mit deinem Papa mal so ein bisschen befreundet. Das finde ich ganz große Klasse. Und du musst um 10. Du bist. Oh mein Gott. Komm auch noch mal rein und iss was, wollte ich gerade sagen, aber. Ja, im Kühlschrank ist irgendwas. Und Friedbert, du kannst dann auch mal. Oh. Okay, ich habe jetzt gar nicht auf euch aufgepasst. Du gehst nochmal schlafen. Machen die zwei. Ja, den gibt's aber anscheinend ganz gut, ne? So, Kurt. Kurt, du gehst mal hier nach hinten. Und dann kommst du runter und guckst dann jetzt nochmal für dich in. Reparieren. Guck, du suchst nochmal nach einem Job, weil du ja immer noch die Faulenzer-Karriere suchst. Ja. So, mein lieber Lutz, der ist. Oh, er ist immer noch da draußen. Okay. Du kannst auch mal die Lydia abchecken, wenn du schon die ganze Zeit hier draußen mit ihr sitzt. Ich weiß, dass du müde bist, aber du könntest einfach nur mal gucken, ob sie dir gefällt. Komm,
Flirten abchecken. Mehr will ich doch gar nicht. So, die beiden werden theoretisch abgeholt, aber mit Friedbert mache ich ja Urlaub. Keine Ahnung. Also ihn schicke ich auf jeden Fall noch ins Bett. Eieiei. Sie ist jetzt hier oben und denkt sich, ich würde mich so gerne dazulegen. Naja, gut. Du gehst mal eine Etage tiefer, gehst mal hier ins Bad und guck mal, du musst oder darfst das reparieren. Dann kannst du noch, dir noch was anziehen und dann hier unten, eigentlich erstmal abspülen und dann kannst du Frühstück servieren, Pfannkuchen. Egon findet die Umgebung total miserabel, ich weiß. So benutzen und dann kannst du hier kurz nochmal ein Nickerchen machen. Und gut, der wird nochmal jetzt den Job suchen. Belinda müsste eigentlich schon längst auf sein, Belinda. Und Hausaufgaben. Oh mein Gott, da liegen zwei Hausaufgaben. Mädchen, deine 1 Plus ist jetzt echt bald fort. Kriegt sie den Bus noch? Ja, der wartet tatsächlich doch noch auf sie, okay. So nervös, dann würde eben ich dich auch nochmal bitten, ich weiß jetzt nicht, wie weit Belinda ist, aber räum hier mal ein bisschen auf, das fände ich echt cool von dir. So, Egon geht und bei Friedbert muss ich jetzt wieder hier draufklicken. Okay, so, wir haben Musik einmal. Nein. Lutz hat jetzt frei. Ja, der hat ein paar Tage frei. Gamer, nein. Gastronomie, nein, auch das nicht. Blöd. Medizin, nein, auch das nicht. Guck mal, er räumt super auf. Ja, Faulenzer! Wir haben endlich einen Job für den Kurt. Juhu! Und wann musst du? Heute hast du nochmal frei. Da hast du ein Glück. So, Mechanik könnten wir theoretisch ein bisschen weiter üben. Na, dann kannst du das hier direkt mal mit Madeline chatten, okay? Dann kannst du mal das hier reparieren. Juhu! Noch für Mechanikpunkt für die Bella. Und ja, mal gucken, ob danach jemand noch irgendwas zu essen gekocht hat. Sie kommt gleich. Okay, abspülen, das hat auch unser Nervus super gemacht. Verliert Begeisterung für Wissenschaft, das ist natürlich schlecht. Für Film und Literatur, naja, okay. So, Nervus. Ah, da kommt Post. Ach, was denn? Was? Da will ich doch gar nicht hin, ich will das doch nur ausmachen. Ich schicke ihn mal Yoga machen. Zubereiten. Achso, ich habe irgendwie zu ihm gesagt, er soll was zubereiten. Naja, gut, okay. Dann mach das noch. Übrigens, ich habe ihn noch gar nicht aufgeräumt. Ach du Schande, hier. Das finde ich ja auch echt süß. Das ist Pascal quasi, ne? Ja, ich weiß noch gar nicht. Das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Ich glaube, ich mache ihn aber auch mal mit hier raus. So, dahin. Da er Platin-Level hat, ne, hat er so eine hübsche goldene Grabstein bekommen. Das ist wirklich goldig. So, Nervus, du kannst danach die Post auch mal reinholen. Das ist okay. Kurt, was machst du jetzt? Er plaudert mit der Lydia, die du nicht magst. Ach komm, könntest du... Ja genau, verabschieden. Haben wir hier überhaupt noch gar nicht befreundet irgendwie. Das ist echt manchmal dumm. So, Nervus. Oh, Nervus macht Yoga. Ja, auf einem Finger. Das ist ja echt sehr interessant. Keine Ahnung, wie diese Yoga-Stellung heißt. Aber er kann es wirklich irgendwie wirklich... naja, gut. Küssen? Oh, ich könnte ihn auch küssen und so, aber nee. Oh nein, nein. Oh mein Gott. Ich glaube, das war Nervus, ne? Der hatte doch da irgendwas reingemacht. Oh ja. Oh Gott, zum Glück ist... Ja.
Eieiei. Der Feuerwehrmann noch, rechtzeitig da. Puh. Da haben wir Glück gehabt. Genau. Hier, gefüllt in mal nehmen. Nimm's mal raus. Sei das nächste Mal vorsichtiger. Mach keinen Yoga, wenn du gerade was zum Essen machst. Wie es heißt, die Lektion quasi, ne? Du musst das nicht essen, wirklich nicht. Mach's in die Tonne. Warte. Abspülen. Danach kannst du, glaube ich, hier eine Runde baden gehen und irgendwie hat Bella... Achso, die hat... Okay, verstehe. Die hat... Eigentlich wollte sie gerade servieren. Aber durch die Aufregung jetzt hat das nicht so geklappt. So, wo seid ihr? Ach, gut, kommt. Ihr küsst euch nochmal romantisch. Ja, komm. Nacht. Und dann würde ich gerne nochmal von euch ein Techtelmechtel sehen. Das finde ich jetzt auch irgendwie cool. Ich meine, sie stimmt zwar anscheinend wegen dem Feuer gerade eben, aber das stört Friedbert jetzt so überhaupt nicht. So ein Techtelmechtel zwischen euch beiden Süßen. Hier oben habt ihr, glaube ich, noch gar nicht getechtelt. Hihi. So, und das heißt auch, dass die beiden wieder zusammen sind. Und ich würde wirklich mich gerne im Endeffekt entloben von dem Kurt. Ja, das fände ich jetzt irgendwie große Klasse. Ich weiß auch gar nicht, naja, also ich lasse die beiden jetzt erstmal hier oben schlafen. Und Nervus, du bist... Hä? Also, ich hatte dir nicht gesagt, dass du... Okay. Geh mal baden. Lutz, wie geht's dir? Komm, Lutz, du isst hier auch nochmal was. Oh, der will schon wieder hier raus. Oh Gott, Belinda ist auch schon wieder da. Hilfe! Heute ist irgendwie voll Chaos überall. Und Kurt, du bist im falschen Bett. Macht nichts. Wenn die da oben ist und so, ne? Wir sollten übrigens auch mal den Friedbert malen, dass wir noch ein paar Porträts hier zusammen bekommen. So, Belinda, da es dir trotz allem immer noch gut geht, machst du jetzt erst einmal Hausaufgaben. Sofort! Warum ist sie eigentlich so sauer auf Kurt? Okay, das muss auch irgendwas mit dem Techtelmechtel oder sonstiges zu tun gehabt haben, vermute ich mal. Naja, sie scheint doch nicht wirklich so glücklich zu sein, wenn man mal so die Beziehungen zu den ganzen Familienmitgliedern ansieht, ne? Ist Lutz eigentlich der Einzige, den sie wirklich mag? Schade. Aber da können wir vielleicht auch mal nochmal was machen. Und ihr zwei? Das ist ja wirklich putzig. Er ist froh, er will gar nicht aufstehen, unser Friedbert. Dass er jetzt... Ui! Was haben wir? Was haben wir? Moment! Oh mein Gott! Oh, Egon hat schon das Lebensziel erreicht. Das kann doch wohl nicht sein. Egon! Das ist ja Wahnsinn. Er ist jetzt ein verrückter Wissenschaftler. Er hat es geschafft. Wartet mal. So, tschakka. Juhu! Und er hat irgendwie Britta Lamberts mitgebracht. Er muss jetzt von 22 bis 2 Uhr immer arbeiten und bekommt echt eine Schweinekohle. Guck mal, wir sind schon bald bei 100.000. Das ist auch der Hammer. Ja, cool. Das ist ja wirklich Hammer. Das ist ja wirklich der Hammer. Mein Lieber. Ach Gott, wisst ihr was? Ich muss mal direkt gucken. Dann können wir noch mal eine Nebenlaufbahn mit ihm machen. Guck mal, eine Laufbahnfamilie, das fände ich jetzt cool. Dass er da noch mal in diese Richtung geht. Bei den anderen weiß ich gar nicht. Guck mal, Bella hat auch noch mal... Oh, nimmersatter Magen, Bedürfnisse sinken langsamer. So, bitteschön. Nervus, Egon, Kurt, Belinda. Okay. Ach Gott. Ach Gottchen. Okay, dich schicke ich jetzt mal ins Bad säubern und dann gehst du mal nach oben in dein Bett und gehst schlafen. Und ich überlege mir mal, also du hast dir das Wochenende frei und ich überlege mir mal, dass ihr beiden noch heiratet und
Ja, Kurt und Bella müssen sich irgendwie trennen. Okay, das denke ich mal, das versuche ich dann auch mal das nächste Mal. Und ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Bis zum nächsten Mal. Eure Fucking Night Out. Ciao, ciao.